Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Rolf Merz. Ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei Merz Rechtsanwälte in Köln. Ich möchte Sie kurz über die Insolvenz der DFI-Unternehmen informieren. Es handelt sich dabei um die DFI Holding AG, Zweigstelle Darmstadt, und die DFI Diamond Financial Invest GmbH und Co. KG in Liquidation, auch Darmstadt. Am 16.06. hat das Amtsgericht Darmstadt das vorläufige Insolvenzverfahren gegen die genannten Unternehmen angeordnet und die Herren Dr. Gutsche und Dr. Schläge zu vorläufigen Insolvenzverwaltern bestellt. Die Insolvenz war zu erwarten, nachdem die BaFin Ende Mai den Geschäftsbetrieb der DFI Holding AG untersagte und dessen vollständige Rückabwicklung verlangte. Im Rahmen der nun laufenden Insolvenzeröffnungsverfahren prüfen die vorläufigen Insolvenzverwalter, ob jeweils genügend Masse, also Vermögenswerte, vorhanden sind, um die Kosten des Insolvenzverfahrens zu tragen. Nur wenn genügend Masse vorhanden sein sollte, erfolgt eine Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch Beschluss des Insolvenzgerichts, also des Amtsgerichts Darmstadt in diesem Falle. Erst dann können Sie Ihre Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden. Angemeldete und nicht bestrittene Forderungen werden dann anteilig aus der gesamten Insolvenzmasse befriedigt. Nur bei bestrittenen Forderungen ist eine Klage erforderlich, mit dem Ziel, die Forderungen in die Insolvenztabelle aufzunehmen. Das von dem vorläufigen Insolvenzverwalter im Internet veröffentlichte Formular dient nur der Klärung der Buchhaltung der DFI-Gesellschaften in dem vorgeschalteten Insolvenzeröffnungsverfahren, nicht aber der Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren selbst. Das Ausfüllen des Formulars hat keinen Einfluss darauf, ob Ihre Forderung in dem Insolvenzverfahren dann anerkannt wird. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Insolvenzverwalter nicht im Interesse der einzelnen Gläubiger tätig sind, sondern im Interesse der DFI-Unternehmen, die Insolvenzantrag gestellt haben, und natürlich der Gesamtheit der Gläubiger. Auch die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat mehrere zum Teil missverständliche Formulare ins Internet gestellt. Diese Formulare dienen zum einen der Strafverfolgung gegen die Verantwortung der DFI-Unternehmen wegen Betruges, zum anderen der Entschädigung der Betrugsopfer durch Verteilung der sichergestellten Vermögensgegenstände, insbesondere das Privatvermögen. Es reicht aber nicht aus, nur das staatsanwaltschaftliche Formular auszufüllen, um als Opfer entschädigt zu werden. Notwendig ist eine gerichtliche Entscheidung, zum Beispiel ein Urteil, um das von der Staatsanwaltschaft sichergestellte Vermögen zugreifen zu können. Wenn Sie Ihr Geld also zurückverlangen wollen, müssen Sie einmal die Forderung zur Insolvenztabelle anmelden, aber auch direkt gegen die Verantwortlichen in dem Unternehmen, die Vermittlung, gegebenenfalls auch gegen Ihre eigene Versicherung, die an die DFI Geld überwiesen hat, aus Ihren Versicherungen, Lebensversicherungen vorgehen. Wenn Sie das möchten, können Sie gerne unten links auf das Kontaktformular klicken und erhalten dann weitere Informationen von unserer Kanzlei über die weitere Vorgehensweise und über die Kosten. Vielen Dank. Thank you.